Peace, Leute, euer Cowboy Marco Wagner, ja. Immer noch derjenige, der nichts kaputt zu kriegen ist und auch nicht in Zukunft, Leute. So, ich sag euch mal was. Die Leute da draußen, ja, die auch meine Videos sehen, ja, die Leute, die es erst nicht begriffen haben, ja, die müssten so langsam begreifen, was hier wirklich los ist, ja. Ja, wenn ein Hochbegabter aus der Reihe tanzt und irgendwo in Folkrum tanzt, ja, dann wissen die Behörden, der ist so begabt, der wird alles rauskriegen, aus das ganze System, die ganzen Verläufnisse, der ganze Handel, der wird das ganze Wirtschaftssystem auswendig machen, ja. Und deswegen müssen wir denjenigen vernichten. Es gab schon mal so einen Vorfall, vor einiger Zeit. Da war auch eine Frau, die Marilyn Monroe hieß, ja, die zu viel wusste, angeblich, ja, vielleicht war es gar nicht Marilyn Monroe, aber sowas soll schon mal gegeben haben, dass so eine Person auch dann umgebracht wurde, weil sie zu schlau war, ja, so wie ich. Und bei mir war das Einzigste, weil ich so schlau bin und so hochbegabt bin und aus der Reihe getanzt bin, schlechtes Elternhaus hatte, ja, und die ganze Sache vielleicht mein Opa sogar schuld war, ja, weil er vielleicht der Elite nicht vertraut hat oder das mittlerweile auch, wo er 50 war oder wo er 55 war, dass so langsam auch ein bisschen mitgekriegt hat, die Elite arbeitet, ja, dass er die Elite nicht vertraut hatte, die Vermutung hatte, der Marco gehört vielleicht zur Elite, ja, mit denen spiele ich jetzt dieses Spiel, ja, das könnte sein. Ne, weil er vielleicht misstraut hat, vielleicht auch irgendwas rausgekriegt hat, er war mit 55 schon ein bisschen älter, ja, mein Opa ist auch nicht doof. Aber was auch immer, ich bin da noch an Spekulieren, was genau da, was bedeutet, ja, und was nicht, ja, oder was die Wahrheit sein könnte und was nicht. Ich meine, Wahrheit habe ich hier ohne Ende ausgesprochen, ja, das gefällt der Elite schon mal gar nicht, ja. Und, ja, genau, die Leute da draußen, die müssen so langsam wissen, was hier wirklich los ist, ja. Dass die Elite wirklich vorhatte, mich umzubringen, aus welchen Gründen auch immer. Ich war verdammt, ich war wirklich zu schlau für die, ja. Überleg mal alleine schon, wie oft ich die Bullen reingelegt habe, ja? Ein Richter hatte gegen mich in der Verhandlung keine Chance. Mein Anwalt hat sein Maul gar nicht aufgemacht. Er wollte nicht, dass ich es schaffe, ja? Ich habe mich aus dem ganzen Programm der Körperverletzung, die aus Notfall getätigt wurde, ja, eine Körperverletzung mit Messerstichen, die aus Notfall getätigt wurde, wirklich, weil ein Mann war, der mir überlegen war, der größer war wie ich, der kräftiger war wie ich, ja, der hat auf mich geschlagen und ich habe ihn 3 Messerstiche in den Bauch verpasst, ja. So, und ich bin psychisch krank und er ist aber gesund. Da kommt so schnell ein psychisch Kranker aus dieser Nummer nicht raus, weil es heißt ja, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden, ja, und ich kann so gut sprechen, ich kann mich da rausholen aus solchen Situationen, weil ich genug Kraft habe in der Birne, ja, deswegen habe ich dieses Spiel gewonnen und deswegen habe ich auch schon sämtliche andere Spiele gewonnen bei der Polizei, ja, wie auch immer, ich bin ein kluges Köpfchen, die wussten das, wahrscheinlich wussten die, dass ich hochbegabt bin, ja. Der Auftrag war einfach, mich zu zerstören, die Leute in Richtungen zu lenken, wer ich eigentlich bin, was ich mache. Das Volk glaubt das natürlich, weil die alle doof sind da draußen, ja. Wisst ihr eigentlich da draußen, wie viele Kinderficker es gibt da draußen, ja. Aber ich bin so populär, ja. Ich bin ja kein Kinderficker und ich habe auch noch nie ein Kind gefickt und ich habe auch gar nicht vor, ein Kind zu ficken. Ihr wurdet alle nur getäuscht, ja. Und ihr glaubt diese Scheiße im ersten Moment, was sie reden, ja, diesen Scheiß. Oder wer auch immer das glaubt, ja. Ich sage euch mal was. Ich weiß ganz genau, was hier in diesem Wirtschaftssystem abgeht, ja. Und ich sage euch mal ein Beispiel, ja. Philosophen haben schon vor 70 Jahren gewusst, wie es in der heutigen Zeit ungefähr laufen wird, ja. Und warum wussten das Philosophen? Weil die genau weiß, die Philosophen, die wissen genau, wie die Elite ihre Wirtschaft formt, ja. Das wissen die Philosophen genau. Und ich habe es rausgekriegt, wie die Elite ihre Wirtschaft formt, ja. Und ich weiß auch, dass es eine Kriminalisierung gibt, ja. Und die findet wirklich statt. Und ich weiß auch, dass die Mächte hier, die einiges zu sagen haben, einiges machen, ja. Die Mächte haben Kraft, die Mächte haben Verstand und die führen einen Krieg praktisch gegen Dummheit, ja. Und dann den Krieg gegen mich, weil ich aus der Reihe getanzt bin, das alles rauskriege und die Angst hatten, wenn ich es rauskriege, ja, dass, die vielleicht umlegt oder so, weil die haben schon irgendwann gemerkt, wenn die mein Telefon, die waren immer auf den Fersen, die beobachten mich schon sehr lange, ja, ich weiß das. Die wollten mich wirklich umbringen, das haben wir bis jetzt nicht geschafft, ja, meine Chance war, die ich hatte,
Mein Telefon und die Videos, ja, das war meine Chance. Und jetzt bin ich so weit, dass ich nicht mehr kaputt zu kriegen bin, weil ich einfach immer besser spiele, ja. Ne? Und ich war da, bin dabei, die Wahrheit auszusprechen, ja. Ich hatte so ein schlechtes Leben und vielleicht findet die Elite das sogar gut, dass ich jetzt die Wahrheit ausspreche, ja. Und da draußen die Menschen, ja, die können ruhig denken oder glauben oder dies oder das oder die machen wirklich alles extra. Hier wird wirklich alles extra gemacht. Hans und Franz, der da draußen arbeiten geht, ja, der geht extra arbeiten, ja, der geht extra arbeiten, weil irgendeiner gesagt hat, derjenige muss arbeiten, ne, der muss arbeiten. Das ganze System gibt vor, die Leute müssen arbeiten. Die Leute glauben, dass sie arbeiten müssen und deswegen gehen die Leute auch arbeiten, weil sie es glauben. Weil die alle sagen, arbeiten ist schön, arbeiten ist mit sich, Arbeit stärkt die Wirtschaft, ja. Arbeit bringt dich nach oben. Mit Arbeit kannst du dir was leisten. Und mit Arbeit kommst du vorwärts. Weil dir das alles eingetrichtert und eingepredigt wird, ja. Und das glaubt das ganze Volk. Und deswegen geht das Volk auch Roboter spielen, ja. Oder ferngesteuert spielen hier. Die sind alle ferngesteuert. Ich mit meinen Aussagen steuere die Menschen auch, weil ich genauso klug bin wie die da oben, ja. Ne? Und ich habe das rausgekriegt. Ich weiß, wie die Elite arbeitet. Philosophen wussten vor 70 Jahren schon, wie es ungefähr heute aussieht, ja, was passieren wird. Ne? Und warum wussten sie es? Weil sie genau weiß, wie die Elite handeln wird. Ja? Die wussten die Entwicklung von Deutschland. Und die wissen auch, viele wissen auch, was in 20 Jahren passiert. Das wird aber heute nicht gesagt. In 20 Jahren werden die sagen, die Philosophen haben vor 30 Jahren schon gewusst, was dann in 20 Jahren sein, in 30 Jahren sein wird, ja. Also wir denken jetzt mal 20 Jahre nach vorne, dann werden sie sagen, Philosophen haben vor 30 Jahren schon gewusst, was heute ist. Wieso wussten sie das? Weil sie genau wussten, wie die Elite arbeitet, mit den Menschen. Sie benutzt die Menschen, ja. Die Elite benutzt die Menschen. Klares Thema, ja. Ich kriege alles raus, ich soll die Wahrheit erzählen, wie auch immer. Dafür will man mich umbringen, ne. Weil ich die Wahrheit erkannt habe, weil ich zu schlau bin. Ich war wirklich zu schlau für die. Das müssten die Menschen da draußen langsam kapiert haben. Warum? Man hat mir aber eine Chance gegeben, ja, und zwar mit Videos zu kämpfen, ja, weil ich hochbegabt bin. Und ein Hochbegabter hat auch die Pflicht, mit seiner Gutherzigkeit, ja, und mit seinem Gönnerpotenzial, ja, nicht zu verlieren und die Pflicht, die Wahrheit so auszusprechen, ja, dass nur ich gewinnen kann und nicht die anderen, ja, oder dass nur die Elite gewinnt und nicht die anderen, ja. Auch wenn ich von sie benutzt werde, ich bin in dem Sinne bin ich eigentlich auch nur ein Opfer. Guck mal, was man mit mir gemacht hat. Dann bekämpft man mich so stark, ja? Man bekämpft mich so stark. Aber man kriegt mich jetzt nicht mehr kaputt. Ich habe immer noch die Argumente, die ich brauchte, weil ich einfach so begabt bin, ja? Ich habe es einfach hier drinnen und das wollte man verhindern, dass das alles rauskommt. Ich habe irgendwas auf mein Handy gespeichert, ja? Da geht's irgendwie darum, das hat auch was mit mir zu tun, weil Bushido hat mal ein Lied gesagt, ich war von Anfang an der beste Kandidat, ja. Ich weiß ganz genau, wie die gespielt haben. Ich habe mir die ganzen Handlungen die ganzen Jahre angeguckt, als ich anfing, die ganze Scheiße zu hinterfragen, ja. Und hinterfragen tun immer nur schlaue Leute, ne. Das wurde so krass, ich bin wirklich, wirklich, wirklich in Hollywood-Filme bin ich mit einem Trimp, ein... interpretiert worden in Hollywood-Filme, ja. 10, die irgendwie aus meinem Leben zu tun hatten, ne, bin ich mit reingenommen worden, ja. Ist kein Witz. So lange hören die schon mein Handy ab. Die haben mein Handy, fing ich schon an, als ich mit 17 oder 18 mein erstes Handy hatte. Da fingen die ja schon an abzuhören. Ne? Meine Lehrerin in der Schule, die wusste schon, dass ich so begabt bin, ja. Und die wollten alles verhindern, dass ich mal so weit komme, wie ich jetzt gekommen bin, ja. Deswegen liefen denen auch immer Tränen, ja. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, jetzt kriegt man mich nicht mehr kaputt, ja. Und ich habe aber noch keine Träne geholt. Die Leute, die da draußen rumlaufen, manchmal Mädchen, die ich sehe, die laufen an mir vorbei, denen läuft das Wasser aus den Augen, ja. Weil ich einfach so starke Argumente habe, ja. Weil die halten, die Leute da draußen, die halten mit mir nicht mit, ja. Die haben mich schon gut aufs Zünden gebracht, man kann es auch übertreiben. Ich sag mal, es liegt im Verstand des Hörers, ja. Es liegt auch im Verstand des Hörers. Wenn einer zu mir Arschloch sagt, ja, kann ich mit umgehen, kein Problem. Die können alles zu mir sagen, ich kann mit alles umgehen. Und mir tut es noch nicht mal weh. Aber ich sag euch was, wenn ich an jeden Menschen vorbeifahre und die Leute heulen, du Penner, du Wichser, verpiss dich bloß und all so eine Scheiße, ja, dann sag ich euch mal,
Das ist dann wirklich der Knackpunkt, wo ich dann wirklich durchdrehen könnte, ja, und auch schon ein bisschen an Rad gedreht bin, ja. Weil das ist nämlich so weit gekommen. Weil ihr habt nicht mir geglaubt, ihr habt den Medien geglaubt, ja. Die Medien haben irgendwas vorgegaukelt und ihr glaubt den Medien, ja. Und es hat von Anfang an das Spiel der Elite gespielt, ja. Gleichheit gegen Gleichheit. Gleiche Intelligenz gegen gleiche Intelligenz ist hier an Spielen, ja. Das war das Problem. Und jetzt bin ich dabei, alle zu ficken. Ja, ist egal, wen hoch und runter, kreuz und quer, alle Schichten, alle bin ich dabei zu ficken, ja. Und jetzt in diesem Video ficke ich schon wieder alle, weil ich schon wieder hier die Wahrheit sage, ja. So, ihr wisst Bescheid, Leute. Ich werde nicht mehr verlieren. Ciao, haut rein. Peace.